Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir mal wieder über Cash Secured Puts. Das Thema Cash Secured Puts, das haben wir ja sehr, sehr häufig hier am Kanal und das auch aus gutem Grund. Warum? Es ist für mich einfach für die meisten Investoren, die hier zuschauen, inklusive auch für mich, profitabelste und langfristig sinnvollste Art des Optionshandels. So. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich ganz viele Verständnisfragen. Und deswegen, wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Cash Secured Put, zum langfristigen Handeln von Optionen, immer schön in die Kommentare schreiben. Und heute habe ich wieder so eine Verständnisfrage bekommen. Und deswegen wollen wir mal darüber sprechen. Und dann lasst uns gar nicht lange drumherum reden. Auf geht's! Die Frage, die nämlich sehr, sehr häufig kommt und die sehr häufig von euch gestellt wird, wir erfahren die im Helpdesk. Also mindestens einmal in der Woche kommt eine E-Mail zu uns von den Abonnenten unseres Börsendienstes, Optionsstrategien. Da wisst ihr ja, da gibt es drei verschiedene Konten, die wir live und in echt handeln. Da gibt es ein Aufbaukonto für ganz, ganz kleine Konten. Da gibt es ein Future-Trading-Konto, wo wir mit Future-Optionen handeln. Und da gibt es eben auch ein Konto, ein Investorenkonto, wo wir Aktien und vor allen Dingen eben auch Cash-Secured-Puts handeln. Und da kam eben auch eine Frage zum Thema Cash Secured Put, und zwar hat jemand gefragt, ging ganz konkret um eine Aktie, und zwar um die Porsche Aktie. Porsche, das Symbol PAH3, und darauf haben wir unter anderem in diesem Depot aktuell Cash Secured Puts laufen. Ihr habt vielleicht gehört, übrigens ganz aktuell, die Porsche selbst, wir sind relativ positiv auf diese Aktie. Und der Grund ist ganz einfach der, weil wir sehr, sehr positiv auf Volkswagen sind. Wir glauben, Volkswagen ist momentan die beste deutsche Automobilmarke. Und zwar jetzt nicht, was die Autos betrifft, sondern so, wie sie ihre Zukunft ausrichten. Und Volkswagen hat jetzt zwei spannende Dinge gemacht. Zum einen hat Volkswagen als einzige deutsche Automobilfirma jetzt beschlossen, zumindest ist das unser Kenntnisstand, ja, wir investieren in das Thema Batterien. Und das wird aus unserer Sicht heraus der Schlüssel sein für E-Autos in der Zukunft. Und zum Zweiten, ganz aktuell hat ja Volkswagen jetzt auch noch gesagt, okay, wir bringen jetzt doch unsere Tochter Draton, das sind die Brummis, das sind die LKWs, die bringen wir jetzt an die Börse. Und deswegen ging jetzt auch die Volkswagen wieder ein bisschen hoch. Na klar, Aktien fallen zurzeit mal wieder, aber egal. So, jedenfalls, die Frage, die immer wieder kommt bei Porsche ist, oder in dem Falle kam, wie groß muss denn mein Konto sein? Langt denn mein Konto für diesen Trade? Und dann kriegen wir irgendwelche Kontogrößen immer genannt und sollen dann sagen, passt denn das? Und im Grunde ist es ganz, ganz, ganz simpel. Es ist wirklich total einfach. Wie könnt ihr euch ausrechnen, wie groß muss euer Konto sein, damit ihr einen Trade machen könnt mit einem Cash Secured Put? Und da müsst ihr euch nochmal Folgendes überlegen. Was heißt es denn, einen Cash Secured Put zu haben? CSP, Cash Secured Put. Ihr verkauft einen Put und der ist Cash Secured, also mit Geld abgesichert. Das bedeutet, ihr seid bereit, 100 Stück der Aktie zu übernehmen. 100 Stück der Aktie zu übernehmen. So. Und jetzt schaut euch einfach den Strike an. Also in dem Fall, glaube ich, ist das ein 56er Strike, 56 Euro. Und das bedeutet eben, wenn am Verfallstag dieser Option der Preis der Porsche-Aktien bei 56 oder weniger sind, dann werdet ihr in die Pflicht genommen, was ihr ja auch wollt, und kauft eben 100 Stück dieser Aktie zu 56 Euro. Egal, ob die dann bei 56 oder 50 oder sonst irgendwo steht, bloß oben drüber nicht, dann verfällt die Option. Aber das bedeutet einfach, ihr müsst 5.600 Euro in eurem Konto haben, damit ihr diesen Trade am Ende ausführen könnt. Ihr könnt diesen Trade auch aufsetzen, wenn ihr weniger in eurem Konto habt. Warum? Weil ihr die meisten werden bei euch bei einem Active Broker sein oder einem Ableger davon, und da handelt ihr auf Margin. Und dann müsst ihr in der Regel nur so, ja, roundabout ein Viertel hinterlegen. Das heißt, ihr werdet hier eine Margin für diesen Trade haben von vielleicht 1200, 1150 Euro oder sowas, vielleicht 1500 oder so, aber viel mehr wird es nicht sein. Und theoretisch würde es auch langen, nur dieses Geld im Konto zu haben, weil auch wenn ihr die Aktien übernehmt,
Auch dann würde euch in einem Margin-Konto ja nur dieser ungefähr 25%ige Margin-Anteil in Rechnung gestellt. Aber damit seid ihr natürlich sofort hebelmäßig unterwegs. Ne? Das heißt, wenn ihr ein Konto habt mit 2000 Euro und ihr habt jetzt aber Aktien für 5600 Euro in eurem Depot, ja, das geht. Ne? Also technisch geht das, das ist kein Problem. Aber wenn natürlich dann, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, dass die Aktie 10% fällt, also ungefähr 560 Euro, dann bedeutet das, auch euer Kontostand von 2000 fällt um 560 Euro, das heißt also um über 25%. Ne? Und deswegen hier, das ist wichtig, diese beiden Buchstaben, das ist alles Entscheidende, Cash Secure. Deswegen, wenn ihr so etwas macht, ne, dann habt ganz einfach mindestens diese 5600 Euro im Depot. Und wenn ihr eben mehrere Trades macht, dann müsst ihr eben das Geld für jede einzelne Position haben, weil ihr habt es jetzt gesehen, Börse kann auch mal ganz schnell nach unten wegkippen, dann sind wir plötzlich 5-10% tiefer und dann kann es passieren, dass ihr gerade in dem Moment alle eure Aktien eingebucht bekommt. Ne? Deswegen hört auf, zu teure Aktien zu nehmen, sondern nehmt einfach, was habt ihr wirklich Geld auf diesem Konto und passen da die Aktien noch rein. Und wenn ihr eben jetzt ein Konto habt, was sagen wir mal nur 10.000 Euro groß ist, dann ist das ja nichts Schlimmes. Ihr müsst euch eben nur Aktien heraussuchen für eine Cash-Secured-Put-Strategie, die Sinn macht. Das heißt also, dann schreibt eben immer nur Optionen auf Aktien, die 40, 50, 60 Euro kosten und eben nicht auf irgendwie eine Amazon, die 1.800 kostet, weil die 180.000 hättet ihr im Zweifelsfall nicht im Depot. Das würde auch von der Marge nicht gehen, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ne? So, also, ganz, ganz simpel, immer ausrechnen. Für wie viel müsste ich die Aktie kaufen? Das Geld muss ich auf dem Konto haben und solange ich das auf dem Konto habe, fahre ich mit dieser Strategie ganz safe, weil dann kassiere ich auf jeden Fall die Prämie und kriege eben im Zweifelsfall die Aktie eingebucht. Und dann liegt das Risiko eben wieder bei der Aktie. Das wäre aber nichts anderes, als wenn ihr die Aktie ohnehin kaufen würdet. So, und wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr mit Cash Secured Puts wahnsinnig viel Spaß haben. Das ist eine echt tolle Sache, eine tolle Strategie. Ich mache es sehr, sehr gerne. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist die Strategie, die für die meisten, für die allermeisten Investoren, für alle, die das neben ihrem Beruf machen, am besten funktionieren wird. Weil du musst nicht jeden Tag hinschauen. Du kannst auch mal 2-3 Tage im Urlaub sein oder auch mal eine Woche ohne hinzuschauen, weil du hast immer einen Plan B. Wenn du Optionen handelst, nur der Prämie willen, dann musst du da sein, wenn irgendwas passiert. Beim Cash Secured Put, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Du bekommst eine Aktie, die du ohnehin haben willst. Ne? Und deswegen ist das für die meisten von euch die beste Strategie und auch ich, es ist meine absolute Lieblingsstrategie im Bereich Optionshandel. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr wissen wollt, hier unten sind eine ganze Menge Links, schaut euch die alle an, ist bestimmt für euch auch was dabei und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.